Klappe, du Ohr. Du hast dir nicht verloren. Hast du mich verstanden? Okay, von hinten hast du keine Chance. Junge, Junge. Oh. Hier atmet was, aber hier atmet was ganz komisch. Okay, Fragmente gefunden. Berlin, 7. November 1960. Die Fernsehübertragung der Hinrichtung des abweichlerischen Mörderduos ließ die versammelten Menschenmengen auf den Straßen und Plätzen der Stadt lachen und jubeln. Seit ich weiß, dass diese beiden Bestien beseitigt sind, fühle ich mich viel sicherer, sagte einer der Zuschauer. Ein Freund eines Freundes wurde von diesem Mistkerl umgebracht, schrie ein anderer. Dies sollte andere abweichen lernen, dass die Justiz... Ach komm, egal. Schnuschel, nuschel. Ich gucke erst oben um. Mist, da kommen wir nicht rein. Toilette? Da ist einer auf Toilette, ist einer am Schlafen? Hier geht's noch? Okay, gehen wir da oben. Ja. Okay, das brauchen wir nicht. Feines Zimmer. Richtig Parfum. Guck dir das an, du. Der geht's ja richtig gut, ey. Was auch immer das jetzt war. Valley, 7. November 1960. Viele von uns dachten, dass die Terroristenzellen in und um Berlin herum nach einem halben Jahr der Inaktivität endlich ausgelöscht wären. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitgliedes des Widerstandes von einigen Wochen deuten beruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung von Zellen hin. Die enthauptete Leiche eines hochrangigen Kommandanten unter General Strasses Befehl wurde erst vor 2 Tagen auf dem Grund eines Flusses in der Nähe der polnischen Stadt Gdynia entdeckt. Waren die 6 Monate des Friedens vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Man weiß es nicht, aber ich denke mal doch. Und schon geht der Talafiti hier weiter.
Ich höre irgendwas schnarchen, ne? Messer. Ich könnte schlafen, aber ich sehe nichts. Keine Ahnung, wo der Hund sein soll. Aber wahrscheinlich der von gerade. So, hier oben haben wir jetzt alles durch, denke ich mal. Ich guck noch mal durch, aber so. Okay, machen wir nach unten. Ja, da gehen wir mal nach unten. Mal gucken, ob wir das wie. Ja. What the fuck? Alter, richtig schön gemessert, ey. Jawohl, Rüstung, danke. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war jetzt aber. Juhu. Nee, brauchen wir nicht. Limit erreicht. Goldene Büste. Büste? Was ein Deutsch, ey. Geht's noch? Oh, und Schnäpse trinken. Hey, hier. Sieh mal einer an. Scheiße. Die Priesterin des Todes. So stolz auf sich. Kehle durchschneiden. Fertig. Feierabend hier, ey. Dann haben wir hier. Ausströmendes Gas löst Explosion im Londoner Nautica aus. Okay. Ich stehe doch hier irgendwo vor so komischen Stuhlsessel. So, jetzt das, ja. Was haben wir hier hinten? Oh. Uiuiuiui. Das ist beinahe gesehen. Uiuiui. Wo ist er denn hin? Komm schon! No. Ah, komm du doch zu mir. Zack, die Bohne, Alter. So, sind wir unten in der Werkstatt hier, damit. Uiuiui. Kriegen wir nicht auf? Okay. Wow. Was? Was? Hier war doch. Ah! Wow! Alter! Ein Saboteur! Was zum? Wo kommt die denn jetzt alle weg? Ich hab doch alles durchgesucht. Der Nachtzug. Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist. Hm? Ein Amerikaner? Oh Mann. Gut. Was? Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Nein, bitte nicht. Was hast du dir dabei gedacht, du ein
Hinterhältiger Idiot! Weitermachen, Herr Faust! Hey, ja, nun, Die Batterie, haben Sie sie? Ja. Oh! Na los, komm schon dran, Mann! Hier, kann ich nicht. Oh! Mann, der kann sich doch gar nicht wehren, Mensch! Der ist doch gleich tot! Also quäl den nicht noch! Gehorche deinen Befehl, verdammter Blechheimer! Na los, nimm dir den Zwickdings! Oh! Was will die. Ah! Geh weg! Bist du ekelig! Geh mal weg, nimm doch das hässliche Ding hier weg, ey! Boah. Alter, hässliche alte. Der Computer war gut unter Kontrolle, mein lieber Scholli Schwede. Setzen Sie sich, großer Mann. Oh. Nein, nein, warum? Jetzt befreien wir die anderen. Verstanden? Was? Nee, nein. Was? Öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Ich werde überhaupt nicht gedacht. Maus 1 zum Abfeuern von Raketen drücken. C, um zur Maschinenkanone zu wechseln, oder was? Kann ja lustig werden. Das hier war einfach steuern, das Teil. Ruhe da oben. War das ja immer noch. Jawohl. Jag die alle ne. Und weiß wechseln. Das kann ich auch. Ah, nicht schon wieder. Oh.
Das macht Laune. Ein Raketenwerfer, da dingelt's. Rüstungsteil. Ja, wir müssen hier unten rein. Herr Blaskowitz, setzen Sie mich auf den Dach ab. Ich gehe in die Garage und öffne die Tore. Dach, meinst du das Dach hier? Okay. Können wir es mal hier in der Sache, damit wir es sehen. Denke mal, irgendwie. Hey, ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaskowitz. Ja, okay. Beschützen Sie sie, Herr Blaskowitz. Nicht zum LKW, nicht zum LKW, nicht den Wagen. Ach, ich schieße auf die. Ich wollte gerade schon auf die. Alter, das ist aber. Das ganze Gefängnis wird jetzt leer. Ach, da oben. Steht da. Ruhe da oben. Weiß mal mit der Luft. Jo, da ist aber. Da, dich treffe ich auch noch, das sage ich dir. Ah! Okay, Scheiße, der mit seinem Britzel. Nicht gut. Wie es weitergeht, erfahren wir jetzt gleich hier mal so, oder? So, komm, laden, ja, fein. Ich denke mal, aber diese Stelle behebe ich mir bis nächste Folge auf. Ja, machen wir. Wir haben es nämlich 8 Uhr und jetzt wird Zeit zum Rendern. Deswegen freue ich mich bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge auf Wolfenstein The New Order. Das war euer Virus. Schau mit V.